Ja, ich brauche noch die, wenn die Slowfelder doch auch nur pro Runde respawnen würden, ne? Das wäre so leicht, okay. Also müssen dann näher konsumiert werden. Nö. Kann man? Wo wollen wir zuerst hin? Wollen wir überhaupt irgendwo hin? Mal schauen, so gesehen. Wollen wir überhaupt? Erstmal die Springer und dann darum kümmern, was noch so übrig bleibt. Die dürfen ja lange genug geslowt sein, dass wir da halbwegs fertig werden vorher. Hoffen wir das mal. Also ich wäre soweit. Okay. Good to go. Vorteil ist, wenn man da wirklich den Schwachpunkt trifft bei den Viechern vorne. Also wenn die vor einem sind. Braucht man ja weniger Schüsse, die man genau treffen muss. Schön min. War ich das gerade? Nein. Ach, war es dein Schrei oder meine? Ach so, das? Keine Ahnung. Der leckten Kreise ist schon hier. Ja, dann kommt noch mehr. Oh Gott, den Zombies auch noch. Ach komm. Versuch gerade so ein bisschen die Kreicher aufzuhalten. Mit mehr oder minder Erfolg. Ich kann so ein paar Zombies gerade so ein bisschen im Kreis locken. Okay. Ein bisschen COD-Tactics, COD-Zombies. Unten laufen. Weil du viel COD gespielt hast. Ich habe mal eine Weile wirklich regelmäßig davon LPs geguckt. COD-Zombies. Da, Kampfläufe! Zombies! Ich glaube, hier dürfen wir keine Standardtaktik anwenden. Ihr müsst euch um die Kampfläufer kümmern. Ich versuche gerade die Zombies. Möglichst viele Zombies aufzuhalten, was in meinem Fall gerade zwei sind. Drei. Au. Oh, danke, Ghost. Du hast mir gerade einen voll guten Dienst getan. Das könnte knapp werden. Ah, locker easy. Nein, das so ist. Platz weg. Das lebt noch. Nice. Nix. Was? Hä? Was war? So sieht's aus. Ich glaube, wir brauchen hier andere Taktiken. Weil ich bezweifle, dass wir die nächste Runde überleben. Ja, die Hüpfer brechen uns alles. Ja. Aber die machen nicht allzu viel Schaden wenigstens. Wir können Rassung quasi direkt aufgeben. Was? Wir können Rassung quasi direkt aufgeben. Wollen wir? Nee. Hm? Wir können aufgeben, wollen wir? Nö. Es käme nur aufgeben gleich. Was können wir tun? Wir können es entweder verlieren oder. Naja, ich würde jetzt sagen, wir bauen es mal nochmal so um, dass die Hüpfer außen rumgehen müssen. Hm. Weil jetzt haben wir genügend Blöcke. Ja. Und dann werden die wahrscheinlich eh sterben im Kanonenhagel und wir können uns auf Schlimmeres konzentrieren. Vielleicht schaffen wir es dann. Wirklich aber höchst unwahrscheinlich.
muss noch einen Block hinten in die Ecke rein. Da. Ja. Dann brauchen wir da noch zwei Blöcke, dann passt das. Sechs und dann da noch zwei rein in die Ecke. Genau da. Und jetzt müssen die nämlich an dem ganzen Gebiet vorbeilaufen. Genau, fertig. Ja, mehr brauchen wir nicht. Ja, ja, die sterben oben auch eigentlich. Ja, offen ist. Aber ich glaube, die kommen hier schräg durch. Wo? Ja, hier unten. Nee. Nur ganz kurz. Nicht? Die können schräg nur einen Block springen. Okay. Wollen wir noch irgendwie Türme erweitern? Wir haben ja noch drei Plätze. Zwei. Schauen wir doch mal, was am effektivsten war. Ich würde fast sagen, der Fokus. Kanonenturm 137k. 180. Fokus. 195 Blitzturm. 199 die. Okay, 137. 149. 195 hat der Blitzturm hier. Gut, dann krieg ich halt nicht mehr sinnvoll eine Amp-Range. Hm? Dann krieg ich halt nicht mehr sinnvoll eine Amp-Range. Amp-Range? Amp-Range. Ja. Ja. Ich weiß es so, wie ich war. Das ist schon früher im Ohr. Naja, der Kanonenturm kann eigentlich umgebaut werden. Bauen wir halt zwei Blitztürme nebeneinander. Ja. Ging auch. Genau, der kann auch woanders hin, der Kanonenturm. Dann machen wir es so, genau. Noch ein Fokus? Jo. Einfach neben den ersten, da so. So, ist kann nicht schaden, da so hin. Why not? Müssen wir jemand upgraden? Hast du jetzt einen neuen Blitzturm gebaut? Habe ich. Wo? Hier neben die Drohnen. Da war schon Markus? Nein, das war ein Kanonenturm. Das war ein Blitzturm. Ich habe den Kanonenturm aufgebaut. Ist auf, weggeplatzt. Hier hin. Hä? Da war ein Blitzturm. Da war ein Kanonenturm. Das weiß ich. Nein, der Kanonenturm, der war hier. Ja, da war ein Kanonenturm. Den habe ich platziert ganz am Anfang. Genau gegenüber von dem Feuerleitding da. Ja. Nein, was brauche ich denn jetzt noch mehr Geld für den Blitzturm? Was ist denn dein Geld für? Wie wär's, wenn du erstmal den Fokus denn upgradest? Anstatt das mit so halb stehen zu lassen? Oder so. Und den Rest kannst du ja jetzt praktisch Simon geben? Wenn ich ihn finde, da. Hier oben. Wir haben's übersehen. Tod! Und Verderbnis. Einfach. Simon sieht Markus direkt vor seinen Augen in Säure ersaufen. Hey, are you hurt? Ja, wirklich. Einfach dieses Hey, are you hurt? Ich glaub, ihr geht's gut. Die ist gerade nur mit einem HP in Säure gefallen. Tja. Na dann gehen wir es wohl an. Minengesetzt. Minengesetzt. Ich versuche mir mal erstmal einen guten Platz zu besorgen. Platz ist gerade hier auf dem Doppelweg ist hier ganz super Platz zum Gehen. Stimmt. Kann man super kämpfen. Weil die Viecher einen nicht angreifen können, weil man so weit weg steht.
Alles mit so eingeengt da. Kann ich nicht retten. Ich hab eigentlich nur Angst vor den Zombies. Werden wir schon sehen. Machen wir, oder? Mhm. Seid ihr soweit? Okay. Da, ihr müsst auf mir rumlaufen. Um die sollten wir uns eigentlich gar nicht kümmern. Wir sollten uns um die anderen, um die richtigen Gegner kümmern, Simon. Okay. Weil, wie gesagt, diese Hüpferviecher überleben fast gar nichts. Zombies kommen gerade alles schön langsam durch. Das war knapp. Ich kümmere mich mal um Spucke. Wir tanken die einfach alle mal so ein bisschen. Was? Oh je. Wie haben sie die durchgeschafft? Keine Ahnung. By the way, 12 Millionen, kümmert euch alle um mich. Kümmert euch alle um mich. Ja, das geht eigentlich noch. Das war eine Punkte. Ja, weil ich gerade alle auf mich immer locke. Wer steckt denn noch dagegen? Von wo? Hier ist er bei mir. Oh, geschafft. Und Zeit wird. Ja, ey. Sogar noch ähnlich viel Leben wie vorher. 16 von den Viechern. 32. Und... Aber ansonsten ist es recht okay. Markus. Da. Amp. Sagen wir so, wir haben alle Phönix drin, oder? Nein. Markus nicht. Aber ich. Normalerweise sterbe ich auch nicht. Das heißt, wir müssen immer die Zombies triggern, dass die alle auf uns gehen und sofort wieder respawnen. Was ist denn da noch nicht voll? Der Blitz zu. Du hast noch drei Plattformen, Simon, nebenbei, ne? Aber egal. Ja, stimmt. Ist zu spät. Jo. Es ging schnell. Are you alright over there? Yep, die machen nämlich ganz schön Schaden. Den nehmen wir jetzt gemeinsam auf. Jetzt gehen wir mal hier. Findest du nicht, dass Zombies töten wichtig ist? Natürlich, geil. Hier sind 50 Zombies. Und noch ein paar Schwebe. Ein paar. Ich habe mich noch nie so gefreut, Schweber zu sehen, die man killen kann.
Okay. Weil man eigentlich noch nie gut Schweber killen konnte im Leben. Aber das ist viel einfacher als alles andere gerade. Oh, diese scheiß wieder aufstehende Zombies. Immer schön die Zombies hier auf einen lenken, dass die nicht sofort die anderen angreifen, so. Bleibt mal alle hier stehen, genau. Alle samt stehen bleiben, alle auf mich. Leute, alle sind alle vom Kern. 50 Millionen Zombies. Oh yeah. Who cares how many deaths I get? Oh, unten. Schwamm. Unten drum. Alles wird gut. Alle Zombies müssen auf uns gehen. Soll ich mich um die Schwärme kümmern oder soll ich zu euch kehren? Was erscheint logischer? Erst mal hier mal kehren, ne? Ich dachte, ihr könnt wieder irgendwie pullen. Wir pullen die sogar ziemlich gut, aber das sind einfach mal gut noch 10, 15 Zombies, die hier vorliegen. Platz! Scheiße. Errungenschaft freigeschaltet, Vollzeitwächter, was? Ja. Okay. Feeling better already. Okay. 20. Level 20. Einhalb. Einhalb schon? Ja klar, ich habe ein Viertel. Ach, sind wir gleich weit etwa? Wie viele Punkte hast du gerade? 3500. Ja, okay, ich habe 2800, aber es ist näher dran. Joa. Sturmgewehr. Nice. Erhöht den Schaden in der Nähe des Kerns, das ist so praktisch. Scharfschütze. Rex. Oder? Ja. Die ist gerade für diese Map unglaublich praktisch, würde ich sagen. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich hier so reingekommen. Ich habe nicht die meisten Tode, obwohl ich mich gerade vollständig geopfert habe. Wie viel ist gerade? Egal, es reicht. So, 20 nach 1. Passt. Das passt. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Mit hoffentlich mehr. Tschüss.